So, meine Geschichte geht weiter. Schön, seid ihr wieder dabei und es geht los. Ach, die wissen ja wodurch. Nur mal zum Zeigen, wieso meine Hunde sich auf der Straße bewegen. Oder ich. Angie meinte, wir überqueren, darum ist sie schnell reingelaufen. Und die Ayla kommt hinterher, die ist nicht mehr die schnellste. Also warten wir auf sie. Gell, Maite? Ja, da fährt man durch den Wald und plötzlich kommt man raus und kommt da hin, wo man eigentlich nicht hin will. In die Zivilisation, Industrie. Ja, nu. Drehen wir halt wieder um. Ein Fuchsbau. So, 15 Kilometer wieder unterwegs gewesen. Machen wir hier eine Pause. Waren wir gestern schon. Eine super Stelle. Ach, ich hätte einen Kaffee mitnehmen sollen oder was zu essen. Ich habe immer noch nicht gefrühstückt. Ja, ich denke nie dran. Ja, nu. Ja, heute ist wieder Regen angesagt, nachdem es gestern Montag schönes Wetter war. Jetzt ist Regen angesagt. Ja, jetzt zeige ich euch mal meine Wölfe. Die sind nämlich runtergelaufen, sind etwa 200 Meter weg von mir zu meinem Wald. Und da gibt es Fuchshöhlen. Und so wie ich meine Ayla kenne, ist sie da wieder mal am Buddeln bis zum geht nicht mehr. Und ich zeige euch mal, wie ich die dann überwache. Ganz einfach hier sehe ich dann immer das GPS-Signal. Das habe ich nur an Angie dran. Weil Angie alleine, die haut eigentlich nicht weit weg, aber mit der Mutter, ja, kann es mal sein. Die sind jetzt immer noch in der Ferienstimmung von Marokko, weil da war das Alltag. Jetzt haben sie das lange da hier nicht mehr gemacht, aber heute haben sie wohl irgendeinen Geruch aufgenommen und die sind jetzt da. Ich war mal unten kontrollieren, da hat es einen Fuchsbaum im Wald, aber es regnet und keine Menschen sind da und niemand stört das offenbar. Also dürfen Sie da noch ein Weilchen bleiben, während es ja regnet. So, 5 Tage war ich jetzt hier, jetzt fahre ich weiter. Irgendwo runter, Richtung Bodensee. Weiß noch nicht wohin. So, jetzt bin ich angekommen im Kanton Thurgau, oberhalb vom Bodensee. Ganz ein kleines Kaff, ich habe da einen Platz gefunden. Most India ist der Werbename, weil es da ganz viel Äpfelsaft gibt. Oh ja, jetzt habe ich vergessen, Hochdeutsch zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt es gehört. He? Also. So, ich zeige euch noch was. Kaffeebohnen, die mahle ich auch selber. Ja, ich habe hier eine Mühle, auch für Getreide. Hier oben Kaffeebohnen. Unten kommt es dann raus. Jetzt. Dann habe ich immer frischen gemahlenen Kaffee. So, wenn der Kaffee fertig ist, kommt er in diese nostalgische Box rein. Ja, draußen ist ja heute Regentag, die Hunde sind nass, das heißt, ich bin jetzt am Heizen. Die Luftfeuchtigkeit ist draußen hoch und drinnen auch. Und die Temperatur, seht ihr hier, ist schon 22 Grad. Und jetzt stelle ich um auf Feuchtigkeit rausmachen, also auf entfeuchten. Ja, nach 3/4 Stunden sieht es dann bereits so aus. Temperatur geht natürlich ein bisschen zurück, weil die Elemente kalt werden und da kondensiert dann das Wasser und läuft nach draußen an den Boden. Ja, und den Platz habe ich mehr zufälligerweise gefunden. Das ist eine Tierkörperkadaverstelle. Und da ist ein schöner Platz. Jetzt ist zufälligerweise mal jemand da, aber den ganzen Nachmittag kam niemand. Und hier ist überall schöne Grünflächen. Ich habe jetzt eine Runde gelaufen. Schöne Häuser gibt es auch, die zeige ich euch später. Ach, das ist die Schweiz. Jetzt habe ich den gefragt, ob ich hier störe zum Schlafen. Sag, nein, kein Problem, du kannst hier bleiben. Tipptopp. Jetzt übernachte ich hier, mal schauen, 1, 2 Nächte, mal gucken. Ja, das ist mein Platz hier.
Und gestern Abend ist noch Nicole zu mir gestoßen, eine Österreicherin, der ich noch schnell was beim Solar helfen. Und mit ihr versuche ich jetzt über die Grenze zu kommen, nach Österreich zuerst und dann nach Deutschland. Mal schauen, ob es klappt. So, ich bin jetzt auf der Autobahn Richtung Österreich. Ich versuche jetzt mit einem Arbeitsvertrag mal nach Österreich reinzukommen, mal schauen, ob das funktioniert. Blöderweise ist da auf dem Vertrag keine Adresse drauf, weil ich ja immer reise. Ja, wir werden sehen, ob ich da durchkomme. So, jetzt bin ich vor dem Zoll, ein bisschen Warteschlange. Bei den Schweizern bin ich schon durch, habe die noch informiert, dass ich hier Ware drin habe, die ich jetzt ausführe und wieder zurückbringe. Sei kein Problem. Jetzt schauen wir mal, ob ich da durchkomme. Ja, geil, Leute, ich bin in Österreich, ich habe es geschafft, es war überhaupt nicht schlimm. Wir haben gefragt und dann habe ich noch meinen Arbeitsvertrag gezeigt. Dann war alles klar. Der hat die nicht mal richtig angeguckt. So langsam sind die, glaube ich, locker drauf. Jetzt gehe ich jemandem helfen, um Solar einzubauen und dann versuche ich nach Deutschland zu kommen. Ah, ich habe es geschafft. Ich bin in Österreich. Oh, unter 1 Euro der Diesel. Wahnsinn. Ja, das ging eigentlich ganz einfach. Der fragte mich einfach, wo ich hin will und so. Dann habe ich ihm den Arbeitsvertrag gesehen, der hat ihn nicht mal recht angeguckt. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht über Marokko und so. Ah, war ganz einfach. Jetzt hoffe ich, dass Deutschland auch so einfach ist. Ja, das Wichtigste beim Hofer ist Scheißepapier. Zwei kommen dort raus mit Scheißepapier. Jetzt hole ich mir auch diese Scheiße eigentlich, dieses Papier. Das muss ja das absolute Wichtigste sein. Das ist das Gold von heute. So, ich gehe jetzt einkaufen. Hier ist Maskenpflicht. So eine Scheiße. Ich kriege schon keine Luft hier drin. Aber ja, ich habe die Maske gekriegt von zwei jungen Leuten, weil ich sie gefragt habe, muss man hier eine Maske tragen. Die haben mir dann eine Maske gleich geschenkt. Und aber man kriegt sie auch an der Kasse. Offenbar haben die Österreicher genügend Masken. Aber ich brauche das eigentlich nicht. Aber natürlich muss ich jetzt eine anziehen. Was soll's? So Leute, jetzt habe ich es noch probiert beim deutschen Zoll mit einem Pendlerausweis. Und ich bin durchgekommen. Der ging nochmal ins Büro, hat es abgeklärt. Und jetzt bin ich in Deutschland. Die Autobahn ist aber gleich mal gesperrt. Jetzt muss ich Richtung Lindau fahren. So, Schützenhaus, Parkplatz, der Übernachtungsplatz gefunden, abseits der Straßen, schön versteckt hinter einem Schützenhaus, das sowieso zu hat. Jetzt werde ich hier übernachten und dann morgen weiter Richtung Neckar fahren. Da hinten ist mein Wohnmobil, da ist das Schützenhaus, kleine Nebenstraße. Ich denke, hier sollte ich meine Ruhe haben. Den Bauern hier, den habe ich Hallo gesagt. Sonst weiß niemand, dass ich da bin. Nach unserer morgendlichen Runde sind die Wölfe erstmal platt. Und sie liegen da. Einfach schön. Natur. Vögel pfeifen. Leben genießen. So, ich bin weitergefahren. Ich bin jetzt in Sigmaringen. Mache hier mal eine Pause. Schön im Wasser. Dachte, ich laufe mal zum Wohnmobilstellplatz. Aber er ist zu. Ich glaube, das ist hier eine große Fläche. Ja, die sind immer noch zu, hä? Gleich daneben ist sogar ein Camping, aber auch zu. Ja, Zeiten sind hart, aber ich brauche ja kein Camping. So, Hängebrücke. Ah, schöne Natur. Die Angie hat ein bisschen Angst, aber die schafft das. Sie hat den Hosenschisser. Ja. Fein, Angie.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellanerde. So, bald geschafft. Wenigstens hat der Kinderspielplatz wieder offen. Das Wichtigste eigentlich. So, ich bin jetzt weitergefahren. Jetzt bin ich in Balingen. Da ist der Stellplatz auch zu. Aber die Wohnmobile, die stehen jetzt einfach außerhalb. Eins ist da und zwei sind da unten. Ich sehe jetzt den Sinn nicht ganz genau, ob die jetzt da drin oder draußen stehen. Ja, manche Dinge sind einfach fragwürdig. Ja, hier würde ich sowieso nicht bleiben, das ist mir zu eng, zu viel los, zu viel Auto. Ich fahre weiter. Hä? Ja, trotzdem ein schönes Städtchen. Aber ja, wir gehen weiter. So, ich fahre jetzt gerade zum nächsten in Dormettingen. Der ist etwas außerhalb. Nimmt mich wunder, ob der offen oder zu ist. Ja, das ist mal ein Stellplatz, richtig neben draußen. Ich meine, hier hat es eigentlich genügend Platz, auch wenn er zu ist. Nicht abgesperrt, aber da ist eine Tafel. Wohnmobilstellplatz gesperrt. Ja, super, du. Unglaublich. Ja, mich stört das gar nicht. Dann bin ich einfach hier. Da ist die Riesenfirma Holzing. Da ist eine Pipeline. Vermutlich eben Schiefer. Aber schön im Grünen. Was will man mehr? Keine Autos. Wir sind alleine. Perfekt. Ja, bei meiner letzten Radtour mit den Wölfen wollte ich eigentlich nur einkaufen gehen. Wollte da irgendwo zwischendurch fahren. Dann habe ich eine Riesentour gemacht durch den Wald und war wunderbar. Und dann bin ich auf einen Rastplatz gekommen. Da stand ein Auto mit Anhänger, Backe drauf. Dann habe ich da jemanden getroffen, kennengelernt. Sein Motor startete nicht mehr. Wir haben ein bisschen geplaudert. Ich habe von meinem Leben erzählt. Er war ganz begeistert. Dann hat er gesagt, ich soll doch zu ihm kommen. Er lade mich ein zum Essen und so weiter in 20 Kilometer weiter. Und im Rottweil ist das. Und ja, und kaum waren wir mit dem Gespräch fertig, habe ich meine Fahrt aufgenommen und er kam dann auch gleich und sagte, das gibt's doch nicht, jetzt läuft sein Auto wieder. Ja, das war für ihn ein spezieller Moment. Ja, Leute, das war's wieder und ja, bis zum nächsten Video. Ich werde jetzt irgendwo in dieser Gegend bleiben und ja, vielleicht sieht man sich oder was weiß ich. Okay, tschüss.